Adilio, liebe Freunde von Backen ist nicht Kochen. Letzte Woche habe ich euch versprochen zu zeigen, wie ich die Reisbällchen gemacht habe. Ich habe sie euch hier nochmal separat angerichtet und wie sie funktionieren und was ihr dazu braucht, das seht ihr in dem Video. Ich wünsche euch richtig viel Spaß dabei. Für unsere Reisbällchen, für die Frittierten, brauchen wir nicht so wirklich wahnsinnig viele Zutaten. Dafür wird die ganze Geschichte umso leckerer. Wir brauchen erstmal einen richtig schönen guten Sushi-Reis. Dann brauchen wir die dazu passende Menge an Wasser. Die genauen Mengen schreibe ich euch natürlich wie immer unten unter das Video. Dann brauchen wir hier so ein Sushi-Reis-Essig, den könnt ihr euch entweder selber mischen mit reinem Sushi-Reis-Essig und ein bisschen Zucker und Salz, oder den gibt es auch schon fertig gemischt. Ich habe jetzt hier in dem Fall die fertige Variante: eine Karotte, ein klein wenig Staudensellerie, nachher Öl zum Frittieren und natürlich wie immer, wenn wir kochen oder grillen, einen guten Kochwein für den Koch. Den Sushi-Reis habe ich gewaschen, dreimal, damit die überschüssige Stärke weggeht. Dann gebe ich den jetzt hier in meinen Reiskocher rein. Wenn ihr keinen Reiskocher habt, könnt ihr das natürlich auch einfach im Topf machen. Die Mengen, also vom Reis und Wasser, sind identisch. Beim Topfkochen, das könnt ihr euch, glaube ich, im Internet, da gibt es genug Anleitungen, wie man den im Topf kocht. Ich habe jetzt hier den Reiskocher, der ist super praktisch, weil da machst du einfach nur einen Deckel zu, schaltest das Ding an. Natürlich muss man hinten auch noch Strom eingeben und dann ist das so eine Fire-and-Forget-Geschichte. Der schaltet automatisch ab, wenn das Ding fertig ist. Und während der Sushi-Reis jetzt kocht, dann kümmern wir uns noch um die restlichen Zutaten für unsere Sushi-Bällchen und das zeige ich euch gleich. Für die restlichen Zutaten, in dem Fall Staudensellerie und Karotte, müssen wir uns die ganze Sache in kleinste Würfelchen schneiden. Und jetzt kann man diese Karotte mit einem Messer schneiden, ungefähr so. Also das ist das, was ich zum Schluss haben möchte. Also erstmal Scheiben, Streifen und anschließend kleinste Würfelchen. Und weil das dann mit den Scheiben natürlich sehr, ja, so ein bisschen so ein Gefüge ist, habe ich natürlich eine Brotschneidemaschine und da kann ich mir die Möhre erstmal in dünne Scheiben schneiden. Das mache ich jetzt. Die Karotte und den Staudensellerie habe ich mir jetzt hier wirklich in super kleine Würfelchen geschnitten. Und jetzt werde ich die in heißem, gesalzenem Wasser so 3, 4 Minütchen anblanchieren. Das braucht wirklich nicht mehr, weil die sind so klein geschnitten. Da reicht das im Prinzip schon hin. Und wenn die dann anblanchiert sind, dann werde ich die danach einfach in ein Sieb schütten, kurz abschrecken und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Das Gemüse ist blanchiert. Ich habe es kurz abgeschreckt und abtropfen lassen. Und jetzt nehme ich mir hier den fertig gekochten Sushi-Reis. Und jetzt kommt da unser Gemüse dazu. Und dann muss man mal sehen, wie das Verhältnis ist. Brauchen wir wahrscheinlich gar nicht alles. Und das kann man, ups, hier jetzt wunderbar gut vermischen. Und dann kommt hier dazu dieser Sushi-Essig, klein wenig. Kurz anmischen noch und dann lassen wir die ganze Sache jetzt so 5 bis 10 Minuten ruhen, bevor wir dann die
Reisbällchen draus formen. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Der Sushi-Reis mit dem Gemüse ist jetzt etwas abgekühlt. Und jetzt geht es darum, diese Bällchen zu formen. Dafür mache ich mir die Hände mal nass, weil diese ganze Sushi-Geschichte relativ klebrig ist. Ich habe mir das vorher mit dem Messer schon mal in 6 Teile abgeteilt, dass ich weiß, wie viel ich pro Bällchen nehmen muss. Und dann forme ich hier einfach richtig schön pressen. 6 solche kleinen Bällchen. Durch diesen Klebreis halten die auch wirklich ohne irgendwelches Bindemittel. Und dann hat man hier so wunderschöne Reisbällchen. Und davon mache ich jetzt erstmal 6 Stück, bevor ich sie frittiere. Die Reisbällchen sind wunderbar geformt, haben jetzt hier noch einen kleinen 5 Minuten geruht. Jetzt habe ich mir das Öl auf 170 Grad vorgeheizt und jetzt werde ich die einfach frittieren. Und ich denke mal, das wird so 4-5 Minütchen dauern, bis sie außen eine schöne braune Kruste bekommen haben. Und dann können wir anrichten und probieren. Jetzt probieren wir mal die Reisbällchen. Haben außen eine echt geile Kruste. Habe mir noch eine kleine Schweinshaxe dazu gemacht. Aber in diesem Sinne, sage ich mal auf euch. Außen echt knusprig. Cooler Knödelersatz mit der Soße. Richtig geil. Kann man, denke ich mal, auch als separates Gericht machen. Einfach so Fingerfood-mäßig, um ein paar coole Dips noch dazu. Alles in allem würde ich sagen, ein recht gelungenes Gericht. Und wenn ihr Spaß an dem Video hattet, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar, läutet die Glocke und bis zum nächsten Mal bei Backen ist nicht Kochen.